Gut. Tröpfelt so langsam rein, aber ich würde sagen, wir sollten dennoch starten. Dann sage ich ganz herzlich willkommen zum vierten Tag der DIF-Konferenz, unserem Abschlusstag. Es tut mir fürchterlich leid, ich muss die Leila Panjsheel heute, zumindest jetzt, zur Eröffnung ersetzen. Ich hoffe, dass sie nachher noch zu uns stoßen wird und nachher wieder dabei sein wird. Wer also die Leila erwartet hat, ja, wird leider enttäuscht sein, mich hier zu sehen. Aber ich freue mich, euch alle, Sie alle, hier begrüßen zu können zu unseren beiden Abschlusssessions der DIF-Konferenz 2022. Wir wollen heute die Transformationspfade in die Datenökonomie aus den beiden horizontalen und zusammenfassenden Perspektiven der Wirtschaft und der Gesellschaft betrachten. Das heißt, wir werden einen Rückblick auf die vorvergangenen Veranstaltungen der DIF-Konferenz, Diskussionen der DIF-Konferenz nehmen, aber wir werden auch einige weitere neue Impulse heute erleben. Und ich will gar nicht lange vorwegreden, sondern das Wort ganz schnell an die Yvonne Zwick übergeben, als Vorsitzende von Baum e.V. und Mitwirkende in unserem Organisationsteam der DIF-Konferenz, hat sie die Patenschaft über die erste Abschlusssession zur Perspektive Wirtschaft. Liebe Yvonne, die Bühne ist deine. Vielen Dank, lieber Jens. Und natürlich das Bedauern, dass Leila nicht da ist, wird ersetzt durch die Freude, dass der Vorsitzende der Charta DIF hier eröffnet. Am Abschluss dieser tollen Woche, wirklich, also Vorbereitung hat schon sehr viel Spaß gemacht, liebe Gäste. Und heute wird es mit Sicherheit auch sehr interessant werden. Morgens früh um 9 ist für manche vielleicht auch sehr, sehr früh. Deswegen, wir erwarten, dass sich der digitale Raum auch noch weiter füllen wird bei diesem Abschlusspanel aus Perspektive Wirtschaft, wo wir die Ergebnisse der Themen-Sessions der letzten Tage kurz zusammenfassen, bewerten wollen, auch drei Impulse noch hören werden, die das Ganze nochmal anreichern werden aus verschiedenen Perspektiven und wo Sie auch zu Wort kommen sollen. Und ich muss zuerst leider auch noch jemanden entschuldigen, nämlich den Konstantin Terton. Der hat uns heute früh verlassen wegen tagespolitischer Ereignisse. Da sieht man es wieder. Immer wieder schiebt sich Tagespolitik vor die langfristigen Themen und die Entwicklung der langfristigen Perspektive. Umso schöner aber, dass das natürlich die Gelegenheit eröffnet, mit Ihnen allen da auch sehr hoch interaktiv ins Gespräch zu kommen. Also von daher herzliche Einladung, wann immer es Ihnen in den Fingern juckt oder Sie es drängt, sich einzubringen in die Diskussion. Geben Sie ein Signal über Wortmeldung im Chat oder digitale Handheben und dann nehme ich Sie bei erster Gelegenheit dran. Und die Diskussionsrunde, stellen Sie sich das vor, als ob wir im Fishbowl säßen. Das heißt, wir haben ein kleines Panel, ein All-Female-Panel jetzt heute Morgen. Liebe Cornelia Jahne, Vorsitzende des Verbands Deutscher Unternehmerinnen im Landesverband Sachsen. Du bist Business Angel und Geschäftsführerin der Com3 Group und Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, jetzt der Anfang dieser Legislaturperiode wieder ins Arbeiten gekommen ist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den gemeinsamen Diskurs. Dankeschön. Und vielen Dank für deine Zusage. Ich weiß, dein Kalender ist auch rappelvoll, aber es geht uns ja allen gleich. Insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit dreht das Thema einfach sehr, sehr hoch. Und umso besser ist, dass wir auch diese Querverbindung ziehen können zur Arbeit des Sustainable Finance Beirats, einfach weil sich da jetzt auch sehr, sehr viel tut aus dem regulatorischen Umfeld heraus, der Marktdynamik und da sind wir dann auch beim Thema Datenökonomie und eben der Frage, wie wir sie resilient und nachhaltig gestalten können. Und da tauchen wir gleich ein bisschen tiefer ein. Ich gebe aber erst noch mal einen Überblick, wie jetzt die kommenden 2,5 Stunden ablaufen. Wir werden zuerst eine Zusammenfassung der letzten Tage hören. Da war das DIFCON-Team gestern Abend noch mal fleißig, sprich alle Paten der Themenfelder haben ihren Input gegeben, was die in den einzelnen Workshops die zentralen Herausforderungen waren, was Best Practice war, was auch Lösungsansätze sind in den Themenfeldern Verkehr und Mobilität, Gesundheit, Energie und Versorgung, Bildung und Verwaltung. Wir haben also 5 Themenfelder,
wo Sie eine kurze Zusammenfassung von mir hören werden. Das DIFCON-Team wird hier auch noch ein Miro-Board mit detaillierteren Ergebnissen zur Verfügung stellen, wo Sie sich dann auch noch mal umschauen können, tiefer einsteigen können bei tiefergehendem Interesse. Das werden wir sehr kurz und knackig machen. Das heißt, ich gebe eine kurze subjektive Zusammenfassung von dem, den Kernpunkten, die ich verstanden und gehört habe. Werde das kurz ins Sounding geben mit Cornelia Jahne, aber eben auch, wenn Sie oder auch insbesondere die Themenpaten das Bedürfnis haben, noch etwas zu ergänzen, dann herzliche Einladung auch hier. Denn der innere Kreis ist ja jetzt im Prinzip ein Zweierteam, ich als Moderatorin und Cornelia. Das heißt, wir haben im Prinzip auch zwei Stühle mindestens offen, wo Sie vorrücken können und eben sich aktiv beteiligen können und dann auch wieder sich stumm schalten können. 9.45 Uhr werden wir dann in die Impulse gehen, denn Sie erinnern sich, wir hatten einen Call for Participation und da gab es drei Inputs, die sehr gut zu dieser Perspektive Wirtschaft passen. Der erste Impuls kommt von Luise Ortloff, Leiterin vom Themenschwerpunkt Volkswirtschaft, Bildung und Arbeit bei der ACATEC. Dann und Katharina Winkler, wissenschaftliche Referentin bei der ACATEC zum Thema Technology is easy, cultural change is hard. Erfolgsfaktoren für die Transformation zur Datenökonomie. Der zweite Impuls, Digital Responsibility Now, digitale Verantwortung als Erfolgsfaktor in der Datenökonomie, wird von Bartosz Cibilek, dem Geschäftsführer von Wiser, in Bremen gehalten werden. Der dritte Impuls von Thomas Müller, Geschäftsführer von Rainmaker Travel in Kapstadt. Wiederherstellung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit als Fundament der nachhaltigen Tourismusentwicklung. Das heißt, da gucken wir auch nochmal in Richtung regionaler Wertschöpfung durch Tourismus in Destinationen. Auch ein Anliegen, was Baum e.V. sehr stark bearbeitet, dass eben alles, was wir tun, letzten Endes für die Menschen vor Ort erlebbar sein muss, als ein Imperativ der Nachhaltigkeit. Ab circa 11 Uhr, vielleicht auch 11.10 Uhr, werden wir dann die Impulse gemeinsam, so wie wir hier auf dem Panel sind, auch mit den Themenpaten und Ihnen als unsere Gäste, nochmal einordnen und dann gegen 11.30 Uhr Fazit ziehen, bevor wir dann fließend übergehen in die Perspektive Gesellschaft, der von Matthias Brucke moderiert wird. So, sind alle bereit? 26 sind da, der Warteraum ist leer. Der Philipp Klein achtet darauf, dass jeder reinkommt, der reinkommen will, und Andreas Grieber. Und wir steigen in die Inhalte ein. Und ich fange im Prinzip so an, wie es im Wochenablauf sich auch dargestellt hat. Das erste Thema war Verkehr und Mobilität. Und hier sind als größte Herausforderungen formuliert worden, dass durch diese sehr lange Datenhistorie und Digitalisierungshistorie, die dieser Bereich aufweist, auch eine strukturelle Überkomplexität im Prinzip entstanden ist, die zugleich auf fehlende Ressourcen und stößt und dabei eben dazu führt, dass auch die Anforderungen zu erfüllen erschwert wird, kooperativ für einen verlässlichen öffentlichen Personennahverkehr arbeiten zu können. Und da wäre eben auch die Frage, was können wir tun, um den Mobilitätswandel hin zu einer bedarfsgerechten intermodalen Mobilität mithilfe der Datenökonomie zu begünstigen und zu unterstützen und das Wissen um vorhandene Technologien und Lösungen zu erhöhen? Cornelia, hast du da eine Perspektive als Vorsitzende des Verbands der Unternehmerinnen für uns? Vielen Dank. Ja, also das trifft sich sehr gut, weil für uns auch in diesem Jahr im VDU das Thema Mobilität das ist, welchem wir uns verschrieben haben. Und insbesondere der MINT-Kongress fand ja unter diesem Zeichen auch statt. Wir hatten auch vor kurzem ein großartiges Unternehmerinnen-Treffen in Bad Kissingen bei der Deutschen Dienstrat. Das heißt also, wir versuchen eben diesem Thema der Mobilität wirklich von unserer unternehmerischen Seite, aber natürlich auch von der Datenseite heranzugehen. Ich denke, was allen klar ist und eindeutig ist, dass wir es auch an der Stelle wirklich nur gemeinsam um Kommunikation schaffen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass wir zu komplex sind. Ich habe ein bisschen besseren Einblick in das ganze Thema, was die Bahnthematik anbelangt, weil ich das familiär immer mal gespiegelt bekomme. Und darf an der Stelle mal sagen, dass wir auch hier momentan leider sehr prozessgetrieben und nicht ergebnisgetrieben sind.
zu heißen. Für mich ist das Thema Daten geht einher mit natürlich ausreichend Sicherheit im Verkehr, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eben uns aufgrund der gewachsenen Strukturen mehr mit dem richtigen Stempel an der Stelle beschäftigen, als wirklich mit einem lösungsorientierten und ergebnisorientierten Prozess in der Umsetzung der wahnsinnig notwendigen Transformationen, gerade was Mobilität im öffentlichen Nahverkehr anbelangt. Ich denke, es gibt sehr gute Einzelprojekte, auch auf kommunaler Ebene, was eben auch wirklich die Erschließung ländlichen Raum für solche Projekte anbelangt. Mir sind auch einige bekannt. Aber wie immer habe ich leider das Gefühl, dass wir uns auch hier am Thema der